ich bin kein Anhänger von Superlativen. Hier verwende ich einen. Es war die größte Freude meines Lebens. Ein Freund rief an und sagt, die Mauer ist auf, was ich also für einen Scherz hielt. Und er sagte, stell mal das Programm um, da wird gerade davon berichtet. Ich konnte es nicht glauben. Wir haben uns sofort angezogen, meine Frau und ich. Wir sind raus und zum Grenzübergang Sonnenallee. Und da kamen schon 500 Meter vorher die Trabi-Kolonnen. Die Leute wildfremd umarmten sich. Es war ein bisschen chaotisch alles, aber es war friedlich, freundlich und herzlich. Plötzlich war meine Frau abhanden gekommen. Die gab dem kanadischen Fernsehen ein Interview, stellte ich gerade fest, während ich wildfremde Menschen begrüßte und wir nur immer Wahnsinn schrien. Ich weiß nicht ganz genau warum, aber das war einfach die Losung. Wenn ich heute an den 9. November zurückdenke, das ist ja ein Datum in der deutschen Geschichte von mehrfacher Bedeutung, bleibt zunächst mal die unglaubliche Freude über den Beginn der Einheit Deutschlands. Ich erinnere mich, mein Bruder bekam einmal 5 Tage Besuchszeit zu unserer silbernen Hochzeit. Und er fragte abends in Sorge, glaubst du, ob es noch einmal zur Einheit kommt? Und ich spürte, dass er nicht mehr daran glaubte. Ich machte ihm Mut und sagte ja, glaubte aber nein. Und er glaubte ja, aber sagte nein. Ich war getrennt von Mutter und Brüdern, von den Kommilitonen und Freunden. Ich kann nur sagen, dass die Mauer durch die Familie ging und dass es zu den größten und schönsten Ereignissen der Familie gehört, dass am 9. November die Mauer fiel, als wir dann alle erstmalig wieder zusammenkamen. So bin ich dann von Frankfurt aus mit einem Koffer, naja, Strümpfe, Unterwäsche, ein paar Bücher, ganz viel Angst und ein bisschen Hoffnung in den Zug gestiegen. Man schaut sich um, man sitzt angstvoll im Wagen und fährt in Friedrichstraße ein. Man weiß ja, es ist nun der letzte Bahnhof und dieser Zug hielt ungewöhnlich lange, also für mich jedenfalls. Man wusste auch nicht, wo man hinsehen sollte, aus Verlegenheit oder um nicht aufzufallen. Schließlich glaubte ich, der Zug würde losfahren. Aber die Türen öffneten sich lediglich für die Hunde und die Transportpolizisten, die noch mal durchgingen. Dann erst, als sie den Zug verlassen hatten, kam die Durchsage, Ende des demokratischen Sektors. Und die Türen schlossen sich. Ja, Gott, man guckt befreit zum Himmel und hofft, dass nun alles seine Richtigkeit hat und dass man da ankommt, wohin man wollte. Schließlich auf dem nächsten Bahnhof, leerter Bahnhof war das Westen, stieg ich aus, aber hatte plötzlich die Befürchtung, wie sehen denn Westpolizisten aus? Ich kannte deren Uniform gar nicht. Fragte, bin ich hier in West-Berlin? Und der Polizist sagte nur knapp, noch einer.